Alles klar, Leute, und willkommen zurück zu Zelda The Minish Cap. In der letzten Episode haben wir das erste Element erhalten und werden nun zurück nach Hyrule kehren, denn da gibt es einiges zu erledigen. Und zwar ein komischer Mann mit Kindern. Ein Pädophiler, nein. Hallo, mein Freund, komm ruhig näher. Oh Gott, die Kinder haben mich umzingelt. Vor allem die Schnallernase. Sammel Glück, so viele ganz. Glücksmomente zum Beispiel passen die Fragmente geschickt, das Tolle ist. Und so kostenloses Angebot, Glücksbeutel zum Sammeln von Fragmenten. Einmalige Gelegenheit. Ja, ja, ein Glücksbeutel für dich. Kinder bekommen ja deine sonst. Du bekommst auch einen. Yay! Mit dem kannst du Glücksfragmente transportieren. Drück Start und schau dir den letzten Start mit Menü an. Oh, er liebt mich. Igitt. Fügt man zwei Glücksfragmente zu einem Glücksfragmentsiegel zusammen, nennt man das Fragmenteverein. Es heißt, sind zwei Fragmente vereint, kommt das Glück herbeigeheilt. Ich habe ein Fragment in deinen Glücksbeutel gelegt. Lass es uns gleich ausprobieren. Siehst du jemanden wie mich, kannst du mit dem Fragment vereinen. Drücke auf L. Drücke Steuerkreuz, um ein Fragment zu wählen und dann A zum Fragmente vereinen. Hast du es verstanden? Klar. Drücke L, ja. Genau, drückst du L, erscheint das Menü Fragmente vereinen. Herr Glücksbeutel. Okay. Wieso nicht? Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschwitzt was Wunderbares. Yay! It's magic! Und ich sag mal so, die Glücksfragmente sind sowas wie, ich würde mal sagen, die Sidequests dieses Spiels. Ja, kann man so sagen. Ja, wird so zu nennen, ja. So ist es richtig, jetzt passiert uns so ein vielleicht etwas Gutes. Tschüss. Ja, mir schon. Dir weiß ich nicht. So. Wir haben gesehen, da ist eine Katze, aber die Katze ist unwichtig. Nee. Wir haben gesehen, wo, oder, ja, geh weg. Autsch! Bin genau reingerollt. Und zwar hier bei Onkel Alberichs Opa, was auch immer. Haus ist hier jetzt, so was erschienen, und bekommen ein Herzteil. Und wir bekommen einen neuen Container. Nice. Das ist schön. Ach, ich liebe die Hyrule-Steppenmusik, die ist so schön. Schalalalala. Statt Hyrule. So, jetzt gibt es ja noch einiges zu entdecken, und zwar als erstes. Diesen Staub sollte man einsaugen, dann kommt später ein Händler vorbei, geeilt. Und der Händler wird wichtig sein. Jetzt mal schauen auf mein Geld. Upsala. Jo. Und zwar jetzt hier ein Markt. Ups, ups. Da unten. Und zwar kann man in dem Markt, sofern ich weiß. Hallo. Wenn du was bekommen willst. Und zwar da oben sieht man schon einen größeren Glücksbeutel. Einen großen Geldbeutel. Den werden wir uns gleich holen. Aber vorher möchte ich was mit Anju sprechen. Ich glaube, das ist Anju, oder? Oh, weh, die Hühner sind weg. Hilfst du mir diese eine Zwang? Klar doch. Gut, dann ist es ein gewisses Grund. Du brauchst dich in Haus oder außerhalb der Stadt zu suchen, ja. Relativ einfache Quest. Später wird es ein bisschen schwerer, da braucht man einen Gegenstand dafür, damit wir das alles schaffen können, aber ist nur relativ einfach. Sprich, die ersten zwei Missionen schaffe ich noch. Ab der dritten, glaube ich, brauche ich schon den Gegenstand, aber dazu kommen wir noch. So, die goldenen Hühner lassen gerne los, deswegen sollten sie erstmal ein bisschen vorwerfen. Die rennen da ein bisschen vor und so, drei hast du und da ist er auf dem Dach, dass ich nie was bekommen werde. Egal. Die sind jetzt abgelaufen, außen vorbei. Danke, hier zum Dank. Wir bekommen 10 Mistrose Muscheln. Yay. Du hast 70 Rubine. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man Gutes tut. Ja. So, noch ein bisschen Geld abgesackt. Das ist schön. So. Und so, jetzt holen wir uns erstmal den Geldbeutel. Ein Geldbeutel macht 80 Rubine. Hast du das? Yo. Tadam. Jetzt können wir, glaube ich, 3 Rubine tragen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und zwar gibt es hier noch einen Gegenstand. Und zwar den Boomerang. Ah. 300 Rubine? Nein. Warum dann gibt's nicht? Kann ich eigentlich klauen? Nö. Link denkt so, nein, ich doch nicht. Gut, das können wir dann später. Den Schild kann man kaufen, falls man dann, naja, ihn gemobst kriegt. Das kommt später im Spiel. So. Dann gehen wir mal Richtung Westen. Raus ist gefährlicher, wenn du ein Schwert in der Schild hast. Ich kann doch nicht ein Kind, das nicht fechten kann, rauslassen. Okay. Und zwar müssen wir jetzt hier hin, hier nach unten, denn hier unten ist, lange, nein, ja, schön, ist, düdüdüm, ein Piepmatz. Ja, der ist so unwichtig. Ich habe hier das Haus. In diesem Haus ist, ich bin Magnus, der Meister der Schwerkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen.
bist du willst, bei mir zu trainieren. Yo. Zunächst zeige ich dir die wichtigste Grundtechnik, die Wirbelattacke. Ja, ich glaube, bei anderen Zelda-Spielen hat man jetzt hier von Anfang an bereit, aber ich bin mir nicht sicher. Hat den mit dem Schwert belegten Knopf gedrückt. Wo ist auf meinem Schwert ein Knopf? Kommen zu Schritt 2. Hey, Moment mal! Warte, bis das Schwert aufgeladen ist. Lass den Knopf los, dann ist es vollbracht. Hast du das verstanden? Ja. Ausgezeichnet, du lernst schnell. Doch Schwertechnik muss man den eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse die Technik ausführen. Nun also, die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sehe und staune. 1, 2, 3, bist ein faules Ei. Marionette nur sei. Wow, Hilfe! Ich komme nicht mehr weg, ja. Alles ab. So, nun versuche es selbst. Knopf gedrückt halten, bis das Schwert aufgeladen ist und dann loslassen. Okay. Wow. Hervorragend, du hast Talent. Ich überreiche dir feierlich die Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du deine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du kannst dir jederzeit im Start mit mir ansehen. Wir bekommen die Wirbelattacke. Schriftrolle. Whatever. Und zwar können wir die hier ansehen. Zwar gibt es 8 Techniken, zu denen wir zu lernen haben. Ich kann schon mal sagen, eine Technik lernen wir erst dann, wenn wir alle anderen 7 gelernt haben. Das wird dann die ultimative sein. Die in meinen Augen stärkste und die ich auch womöglich am meisten einsetzen werde. Denke ich mal. Ja. So, jetzt können wir auch endlich fechten. Also eigentlich fechten, ne? Ansichtssache, aber hey. Oh, du hast die Wirbelattacke gelernt. Lass mich überprüfen, mal, ob man dich wirklich nach draußen lassen kann. Sagst du meine Wirbelattacke? Ah. Ja. Ja, das bin ich überzeugt. Das sind viele Ungeheuer. Das war vorsichtig. Jo, tschö. Hallo, Monster. Ich töte dich einfach, weil ich es kann. So. Hier unten ist erstmal, das hier ist noch relativ unwichtig, da kommen wir noch nicht weiter. Das ist ein besserer Weg, den kriegen wir leider nicht weg. Aber hier sind Risse in der Wand, sprich Bombenzeit. Das ist voll bombig. So, und hier finden wir einen Deku. Das wollte ich nicht. Erstmal hier das Unkraut weghauen. So, nein, 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 nein. Ich wollte... Nein, was mache ich da? Ein Schild. Halt. Booms, aua. Guck mal, eine Antwort dann los. Ich verkaufe dir auch eine Flasche für 20 Rubine. Darin kannst du alle möglichen anderen Sachen produzieren. Ich bin sicher, ohne sie wirst du den Kongo-Ball nicht besteigen können. Kaufen? Ja. Ihre Flasche erhalten. Danke für den Einkauf. Ja, tschüss, Sikorski. Mach's gut. So, und er reicht, ohne die Flasche können wir nicht weiterkommen. Der Mongolberg, da werden wir sie gebrauchen. Das könnt ihr mir glauben, Leute, ja. Lala. Gongolberg. Und zwar ist es hier eine riesige Wand. So, und ich glaube, ich werde hier einige Bomben brauchen. Na, komm. Explodiere doch. Oh. Ja, ich drücke immer Select, warum auch immer. Ich bin von Super Mario, von, na, Dingens gewöhnt, Mario Luigi zu besser sagen. Naja, whatever. Hi. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich verrate dir auch was. Mein Freund verkauft mir deine Hülle in deine... Ja. Joa, also... den Tipp... Joa. Da war extra für Bomber verschwendet. Naja, was soll's. So, wir rüsten schon mal unsere Flasche aus. Bekommen wir jetzt mal frisches Wasser. Das heißt, wir hier verschwenden werden. Oder verschwenden werden. Was ich immer genial finde, das ist der Mario-Soundtrack, wenn eine Pflanze wächst. So genial. Da hinten ist, glaube ich, nichts. Aber, ich glaube, die Bäume tun einen weh. Nee, doch nicht. Ach nee, das war ja... Ah, das kommt noch. Und hier sind nervige Gegner, die nicht sterben wollen. Oh. Oder doch? Das sind... Das ist eine Felsenwand, da kommen wir nicht hoch. Da war... Ah, Geld. Geld, Geld. Ach ja, das hier. Dieses Stachel, was auch immer. Können wir aber mit unserem Allzweck super mega mega magischen Krug wegsaugen. Aua, aua. Ah, stirb. Ein Herz, ein Herz. Yay, ein Herz. So. Ich glaube, hier unten ist nichts versteckt unter dem Staub. Ich hoffe es einfach mal. So, sterbt ihr blöden Viecher. Bomben. Oh, Bomben ist nice, das ist nice. Bomben halt, wir gehen in die Bombentasche. Bombentasche, Bombentasche. So. So, man hört hier eventuell, dass hier die Wand ein bisschen komisch klingt. Wir benutzen einfach mal unsere Bomben.
Und schwuppdiwupp, da war ein Geheimgang. Mit roten Schleimis. Kommt raus. Sterbt. Und gebt mir Items nicht. So. So, bomben wir jetzt erstmal den Weg hier weg. So. Leeren mal eben schnell die Flasche. Und werden erstmal schnell zum Minish. Wie auf meinem Kopf rumhüpft, das ist so genial. Ich bin klein. Und, ouch, aua, auf harten Edelstein. Ouch. Sehr unscheinbarer Stein ist ein wirklich geiler Portal. Das ist bestimmt nicht das einzige Steinportal dieser Art. Okay, let's adventure. Oh. Ich finde einfach mal diese kleinen Welten einfach mir genial, wie sie animiert, also animiert. So halt. Ja, gezeichnet sind. Ja. So, bitte ein bisschen Gongolwasser. Denn dieses grüne, giftige Wasser werden wir brauchen. Ja, ich schau mal schnell. Komm, die Bomben, die brauche ich hier in diesem Gebiet. Wieder auf B. So. So, können wir wieder groß werden. Passt doch. So, und hier runter. Keine Abkürzung geschafft. So. Muss ich schauen, ich glaube, ich muss hier lang. Hier lang. Ah, wen haben wir denn da? Ein Deku? Ups. Hi. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch Bomben. 10 Stück für. Oh. Hast du Bomben brauchen? Nein, danke. Oh, jo, ich dann verschwende. Erst mich dann mit der Nuss anschießen und dann die fette Kohle machen. Ja, ja, die Dekus. Ein Volk voller Halsabscheider. So. Wir brauchen hier Bomben, sonst kommen wir nicht durch, aber. Die Gegner dürfen mir auch Bomben, also von daher. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Fledermäuse, die will ich gar nicht haben. Dann ziehen wir mal und hauen uns rüber. Zack und zack. Ah, da war Geld. Nein, da war Geld. So. Diese uligen Gegner sind einfach zu besiegen. Ohne die meisten Gewehr, die da wir sind gerne harmlos. Ja, wir müssen einfach hier ziehen. Zieh die Eisenmaske weg und. So. Flups. Jo, ich wollte eigentlich nicht einsaugen, aber okay. Gib mir eine Maske. Wow, mit der Vase gekillt. Wie ein ganz großer. Ich bin so brutal. Warum bin ich immer so? Hi. Gib mir deine Maske. Komm rein. Wumms. Schön. Das ist gemein, aber naja. So. Schleimis. Hey, hallo, Schleim. Stirbe. Aha, jetzt haben wir wieder das ein. Kindchen, wir sollten von oben in dieses Wirbelwind spinnen. Hey, habe ich eine gute Einfälle oder nicht? Jo, du bist der Klügste der Welt. Unhört. Ja. So, und zwar müssen wir jetzt hier. So, und das Lenk war irgendwie immer extrem komisch. Ich weiß nicht wieso. So, wir müssen jetzt hier rein. Also hier drauf, das ist jetzt hier und. Können hier mal kurz. Hilfe. Ja, mal ein bisschen erforschen, da geht's noch weiter. Aber hier ist wieder eine komische Wand. Und hier drin braucht man einige Bomben. Ich habe 6 Stück, ich hoffe, die reichen. Jo. Ja. Reichen aus. So. Booms. Booms. So. Erstmal ein Glücksfragment blau. Ein großen Rubin, 50 Rubine wert, ein komischer Käfer und ein Herzteil. Zu den Glücksmomenten kann ich sagen, es gibt 4 Arten, und zwar rote, grüne und blaue, sowie golden. Die goldenen sind aber selten, die grünen sind die häufigsten, die blauen und die roten sind, ja, so kommen jetzt erstmal vor. So, stirb. Gut, dann gehen wir jetzt hier weiter. Kleine nervige Viecher, Herzen, die ich nicht brauche. So, und zwar hier ist versteckt, und zwar unscheinbar ein Kleinmachstein. Ich nehme nochmal Kleinmachstein. So. Jetzt muss ich schauen. Gut. Erstmal hier. Machen uns klein. An dem Staub vorbei. Und ich will mal zuerst mal in diese kleine Höhle da gehen. Und ich glaube, hier wohnt ein Minish. Ne, hier war ein Mini-Dungeon, okay. Wow. Ich dachte, ich könnte einen One-Hit
Minuten. Ich spiele wieder wie ein betrunkenes Rhinoceros. Stirb. Wieso auch immer mal gerade mein A-Knopf gedrückt war, ich weiß es nicht. So. Wow. Ja. Eine Truhe. Mit dem Glücksfragment. Hat sich ja gelohnt. Ich will raus hier. Dachte, hier drin wäre irgendwas Besseres, weil. Gut, über Glücksfragmente sollte man nicht meckern, denn die sind nicht gerade so häufig. Also später dann schon, aber dazu später mehr. So, jetzt wir. Das machen wir jetzt erstmal. Na. Link. Stell dich nicht so an. Wir holen uns als erstes mal das hier. Da. Oh, ich spiele echt wie betrunkenes Rhinoceros, ey. Sorry. Wow. Und zwar holen wir als erstes mal die Frucht hier. Wie auch immer Link die tragen kann. Gut, wahrscheinlich wird seine Stärke in seiner kleinen Form nicht abnehmen. Er wird einfach so eine Ameise. Weil Ameisen sind ja die stärksten Tiere der Welt. Auch wenn ich nicht glauben mag. Aber sie können das 50-fache ihres Gewichts tragen. Was einiges ist. So, wir werfen das jetzt da rein. Und machen uns groß. Autsch. Ziehen den Staub weg. So. Und das ist jetzt einfach schon eine Anleitung da links. Er zeigt an, Gongolwasser lässt diese hier wachsen. Sprich, wir haben Gongolwasser. Benutzen wir es auch mal. Blub, blub. Gut. Aber ich würde sagen, diese Ranke erklimmen wir dann in der nächsten Episode von Zelda, der Millish Cap. Bis dahin. Cheerio.